Es macht mich sehr stolz, einen kleinen Beitrag zu leisten, um die Bahn wettbewerbsfähiger zu machen. Im Arbeitspaket Automatisierung im Schienengüterverkehr dreht sich alles um die digitale automatische Kupplung, kurz DAK genannt. Sie gilt als Gamechangerin im Schienengüterverkehr, weil sie nicht nur automatisch kuppelt, sondern auch eine durchgängige Strom- und Datenleitung auf den Zug bringt. Und das ist ein wichtiger erster Schritt für den intelligenten Güterzug. Unser Ziel ist es, die Einführung der DAK zu fördern mit einem besonderen nationalen Fokus. Wir haben aktuell die einmalige Chance, als Betreiber unsere Sicht als auch Bedürfnisse, angefangen vom Zielprozess bis hin zu der Anforderungsdefinition oder Durchführung von Demonstratorzügen, einzubringen. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Graz simuliert die Rail Cargo Austria verschiedene Migrationsszenarien, um herauszufinden, welche Szenarien am erfolgreichsten sind bzw. wo Engpässe zu erwarten sind. Europa hat sich im Green Deal hohe Ziele gesteckt hinsichtlich Kapazitätssteigerung im Schienengüterverkehr. Diese Ziele sind jedoch nicht nur dadurch zu erreichen, dass man die Strecke ausbaut, sondern erfordern auch smarte Lösungen wie die DAK. Wir gestalten gemeinsam mit europäischen Partnern einen einheitlichen europäischen Zielprozess, leiten funktionale Anforderungen ab, arbeiten aber auch bei technischen Spezifikationen aus Sicht des Betreibers mit. Meiner Meinung nach ist die größte Innovationsleistung, dass wir Strom und Daten durch die DAK auf den Güterzug bringen. Wir hatten selbst die Möglichkeit, in Österreich für einen Monat die Tests von verschiedenen Prototypen zu begleiten und die Erfahrungen in die Entwicklung einzubringen. Die DAK leistet einen wichtigen Beitrag zur Beschleunigung der Betriebsprozesse und Steigerung der Produktivität. Sie senkt das Gefahrenpotenzial für Mitarbeiter und entlastet diese. Und sie bringt uns eine Kapazitätssteigerung im Schienennetz.